Jo, hi, hier ist der Oliver Session aus der Frankfurter Filiale und ich habe mich heute mal in einen unserer Amp-Räume positioniert mit meinem kleinen Gitarrenmäher, denn heute soll es um Gitarrensound gehen, worum auch sonst und um die Frage, was ist eigentlich wichtiger, Amp oder Gitarre. Ne? Und ihr seht natürlich, es gibt ganz, ganz verschiedene Amp-Hersteller, Vox, Fender, Line 6, Modeling, Röhrenamp, ich habe ja schon viele Videos gemacht und natürlich meinen geliebten JVM. Und genau darum soll es heute gehen in Ollis Starthilfe. Was ist wichtiger, Gitarre oder Amp? Gitarre oder Amp? Das ist natürlich eine wichtige Frage und vor allen Dingen im Rahmen unserer Videoreihe Ollis Starthilfe ist es natürlich ein wichtiger Punkt. Ich lese wirklich sehr, sehr gerne die Kommentare, die unter den Videos stehen. Das ist echt doch lustig. Ja? Manchmal lese ich, Olli, dir könnte ich stundenlang zuhören. Gleichzeitig lese ich, der kommt nicht zum Punkt. Dann lese ich, der dudelt zu lang, der dudelt zu wenig. Ich glaube, ich habe im letzten Video, als ich über die verschiedenen E-Gitarren-Typen gesprochen habe, so wenig gespielt wie nie und so viel gequatscht wie nie. Und trotzdem mache ich es eigentlich immer verkehrt. Ja? Aber was schert mich eigentlich das, was andere Leute nicht an mir mögen? Ich meine, es geht natürlich darum, dass ihr euch wohlfühlt mit der Serie und das ist natürlich auch euer Inhalt. Und mir ist ein Kommentar aufgefallen, da tücke ich gerade mal mein Handy, da schreibt Quatzi Film Industries, vielleicht erkennst du dich ja wieder, ich habe keine Ahnung, was du machst. Mach doch mal ein Video zum Thema, was ist wichtiger, Amp oder Gitarre, wenn es um Sound geht. Ziemlich guter Punkt. Ja, ziemlich guter Punkt. Was ist eigentlich wichtiger, Amp oder Gitarre? Ich habe im vorangegangenen Video schon was gemacht, was ich normalerweise nicht tue. Ne? Ich habe zwei verschiedene E-Gitarren-Typen über die gleiche Verstärkereinstellung gespielt. Ja? Und da merkt man schon, welchen Einfluss eine Gitarre hat, wenn es um Sound geht. Ja? Natürlich ist alles erstmal emotional. Ne? Wenn ihr diese Gitarre seht, ja, warum sollte ich auf dieser Gitarre was anderes spielen als Metal? Diese Gitarre ist Metal. Diese Gitarre soll Metal sein. Und es gibt verschiedene Gründe, über die ich jetzt sprechen könnte, warum diese Gitarre für den Metal-Schlumpf mit schwarzen Fingernägeln genau das Richtige ist. Ja? Ich habe mich nochmal im Laden umgesehen und habe mit Absicht mal Gitarren jetzt unterhalb von 1000 Euro ausgesucht. Ja, ist für Anfänger vielleicht schon wieder etwas zu hoch, aber zumindest die ist etwas teurer, das gebe ich zu. Aber gerne auch mal, sie ist Olli, nimm doch mal eine Telecaster. Ich hatte im letzten Video, hatte ich eine Strat mit einer Les Paul im Vergleich und heute gibt es mal eine Telecaster bzw. auch eine SG im gleichen Preissegment. Und da lässt sich eigentlich ganz gut zeigen, was wirklich eine Gitarre macht und was ein Amp dagegen oder dafür auch tun kann. Ja? Ich meine, wenn ich mal mit der Tele zum Beispiel denselben Sound von eben verwende, ja, ist alles ein bisschen leiser, alles ein bisschen zitzeliger, heller und so weiter. Und natürlich ist das Erste, woran man beim Gitarre aussuchen auch denkt oder denken sollte, finde ich, ist, welche Art von Musik oder was ist das, was mich irgendwie antreibt oder was ist das, was mich begeistert. Ich rede da gern von Idolen. Ja? Und ich meine, das kann irgendjemand sein, der leidenschaftlich Les Paul spielt oder auch eine Strat spielt oder auch diese ganzen Metal-Exe spielt. Ich finde das immer geil, wenn man Vorbilder hat und Referenzen und so weiter. Und natürlich ist es trotzdem so, dass man sich fragen kann, was macht denn nun eigentlich eine Gitarre an Sound und was macht ein Amp an Sound? Ja? Ich mache vielleicht auch noch mal ein Video in der Richtung, was ist eigentlich wichtiger, eine gute Gitarre und ein schlechter Amp oder ein schlechter Amp und eine gute Gitarre. Da stellt sich natürlich auch schnell die Frage, was ist eigentlich ein guter Amp in Anführungsstrichen oder was ist eigentlich eine gute Gitarre? Das werde ich auch sehr oft gefragt. Ihr seht,
Themen über Themen und wirklich der Erfolg der Reihe gibt mir irgendwie auch recht, dass ich mich darüber, dass ich mir darüber auch ein bisschen so den Kopf zerbreche und ich erkenne mich dann auch so ein bisschen wieder in den Fragestellungen. Ja? Ich meine, ich habe mich früher auch immer gefragt, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich Pickups, Gitarre, Amp? Und ich habe schon früher in frühen Jahren sehr schnell an Pickups rumgeschraubt. Das war so die Zeit, wo man einfach Simo Duncan und die Marcio Pickups den ganzen Tag verschraubt hat und an Amps rumgedoktert hat und Gitarren auch selber gebaut hat. So ein bisschen, ich glaube, es hat 5 Minuten gedauert, da habe ich meine erste E-Gitarre aufgeschraubt, als ich sie aus dem Laden getragen habe. Das ist eigentlich völlig gaga, aber es ist wirklich so gewesen. Ja? Und habe dann sofort, bin wieder runter, hatte so ein Buch irgendwie Guitar Electronics und habe mir die ganzen Sachen angeschaut und dachte mir dann, naja, schraubst du doch mal rum an den Single Coils und hörst du doch mal an, was da los ist. Ja? Und das ist natürlich eine Sache, die mich so ein bisschen geprägt hat und die mich dann auch immer, mich selber hat Fragen stellen lassen, was ist denn nun, was macht denn nun den Sound? Ja? Und ich meine, der JVM ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für diese Fragestellung, denn ihr seht natürlich, wir haben sowas zu tun hier, oder wir haben es zu tun mit Bass, Middle, Treble und Gain. Ja? Und wenn ich jetzt mal auf einen, ich sag mal, allgemeingültigen Sound gehe, wie zum Beispiel Crunch, ja, und ich habe jetzt mal sowas ähnlich AC/DC-mäßiges im Kopf, ja. Ja, dann klingt erstmal alles ganz geil, alles ist in Ordnung. Ihr seht natürlich, Gain ist auf 1 Uhr, die Höhen habe ich auf 1 Uhr gestellt, mitten auf 11 Uhr, Bass auf 1 Uhr, alles erstmal in Ordnung. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt eine Gitarre nehme, die eine andere Bauweise hat und eine andere Elektronik hat, dann verändert sich erstmal alles. Ja? Und das kann man, wenn man möchte, ausgleichen oder wenn man möchte, auch stehen lassen. Ja? Aber es gibt natürlich ein paar Parameter, die allgemeingültig sind, wie zum Beispiel Lautstärke der Pickups. Ja? Die fördern natürlich direkt die Verzerrung am Amp. Ja? Beziehungsweise auch die Frage ist, wie viel Draht ist auf den Spulen gewickelt, sind es Humbucker, sind es Single Coils. Lautere Pickups neigen dazu, ein bisschen dumpfer zu klingen. Leisere Pickups neigen dazu, ein bisschen heller zu klingen. Und das hört man natürlich sofort. Ja, und ihr hört schon, die ganze Gitarre ist sehr, sehr viel heller als, ich gehe gerne nochmal auf die Metal-Axt mit den EMG Pickups, aktive Pickups. Und ihr hört sofort. Ja, jetzt mache ich was ich nicht darf auf einer LTD Blues spielen. Aber zum direkten Vergleich, ne, hört man natürlich. Ja, die ganze Gitarre ist weniger hell. Ja, auch ein bisschen weniger sensitiv oder weniger spieldynamisch. Das liegt an den EMG Pickups. Die aktiven Pickups, die ein bisschen den Klang komprimieren oder gleich machen, sage ich mal. Hier ist es anders. Ja. Oder auch mal der Hals-Pickup. So, und wenn ich jetzt möchte oder wenn ich es ausgleichen möchte, dann bleibt mir natürlich immer die Entscheidung freigestellt, am Amp einzugreifen. Ja? Ich kann jetzt mal einfach so tun, ja, ich gehe mal hoch, also oder vielmehr, ich mache einfach noch mal das Beispiel mit der EX, wir haben ja heute Zeit. Peter hat sich nichts weiter vorgenommen. Passt, also hier. Passt eigentlich ganz gut, ne? Den Sound merke ich mir mal so ein bisschen und dann drehe ich einfach mal am Amp genau das, was mir jetzt fehlt, einfach mal dazu und schau mal, wie weit ich da komme. Ja, Lautstärke. Oh, das ist schon sehr viel dünner. Mach mal mehr Gain. Da kommen wir ungefähr hin. Ein bisschen Höhen raus. Ja, und ihr hört, es ist jetzt vom Gain-Gehalt oder von der Lautheit her ziemlich ähnlich zur EMG LTD, aber es klingt komplett anders. Es klingt einfach nach Telecaster. Ja? Das liegt natürlich daran, dass alles, was an der Gitarre dran geschraubt ist oder alles, woraus eine Gitarre besteht, klingt natürlich. Ja? Ich meine,
Schreibt ruhig unter das Video, dass das alles Quatsch ist. Schreibt runter, dass der Sound der E-Gitarre nur über die Pickups hergestellt wird, synthetisiert wird, vermutlich aktiv durch Atomstrom. Ich habe keine Ahnung. Natürlich ist es völliger Quatsch. Die Saiten schwingen natürlich bedingt durch das Material, auf denen sie aufgezogen sind, unterschiedlich. Das ist nun mal so. Ja? Und ein Erlebody oder ein Mahagoni-Body oder ein Rosewood-Neck oder ein Maple-Neck, wie auch immer, klingt natürlich unterschiedlich, beziehungsweise auch die ganze Hardware hat einen bestimmten Sound. Die Pickups, also auch die Potties und der Schalter und alles, was an der Gitarre verbaut ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein Alu-Schlagbrett verwenden würde, würde die Gitarre auch anders klingen. Ja? Und so sucht man dann natürlich im ersten Moment auch eine Gitarre aus. Man kann natürlich und man sollte unbedingt den Amp an die Gitarre anpassen. Ja? Ich weiß noch, Musikfachblatt war irgendwie damals meine... Gott, jetzt werden wieder Leute denken, wie alt ist eigentlich der Olli? War so ein bisschen meine Gitarre und Bass. Immer eine sehr gute Frage-Antwort-Kolumne damals gehabt und haben wirklich sich Mühe gegeben damals, also diesmal wirklich viele Grüße an Gitarre und Bass, sich wirklich viel Gedanken um die gestellten Fragen zu machen, beziehungsweise auch um die gegebenen Antworten zu machen. Und da ging es auch um die Frage Amp oder Gitarre und so weiter. Und da meinte ein schlauer Redakteur, man muss es immer zusammen sehen. Es gibt immer Kombinationen, Verstärker und Gitarre. Ne? Zum Beispiel eine Strat und ein Deluxe Reverb oder eine Les Paul und ein Marshall und so weiter. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass man mit dem Verstärker natürlich bestimmte Dinge, die eine Gitarre hat, befördern kann, beziehungsweise was ich auch ergänzen kann. Man kann natürlich auch mit einer Stock-Telecaster über Mesa Boogie Rectifier versuchen, Metal zu spielen. Die Bands, die das tun, haben bestimmt keine Single-Coils an Bord, wie jetzt in dem Moment bei der Player-Tele verbaut sind, sondern natürlich aktive Pickups oder Humbucker oder sowieso, die das natürlich auch fördern. Insofern hängt das natürlich alles zusammen, ja, und trotzdem ist es natürlich möglich, wenn ich sage, okay, das Ganze ist mir jetzt zu dünn, ja, wobei ihr eine Sache jetzt natürlich merkt, ne, ich meine, die sehr aufmerksamen unter euch merken das, ich spiele automatisch auf einer Gitarre, die spieldynamischer ist, auch dynamischer, soll heißen, ich wechsle mehr zwischen lautem und leisen Anschlag und versuche so die Farben rauszuarbeiten. Das ist mit Single Coils generell erstmal ein bisschen einfacher. Natürlich brummt es dann jetzt in dem Moment noch nicht so stark, weil ich jetzt kein High Gain Sound eingestellt habe, aber natürlich ist es auch immer so ein Punkt, ja, dieses gut, das ist jetzt der Fett. Liegt natürlich daran, dass ich jetzt beim JVM im Crunch-Mode relativ viel Gain eingestellt habe. Und das ist immer so euer Fettlieferant. Ja, wenn man Gain andickt, ja, wie man so schön sagt, dann wird der Sound fetter. Wenn ich runtergehe mit dem Gain, ja, ist natürlich auch ein bisschen leiser geworden jetzt, aber vor allen Dingen auch dünner. Ja. Und genau das Dünne könnte die Lösung sein für eine fette Gitarre, wenn sie mir denn zu fett ist. Ne? Genauso, jetzt dreh ich es einfach mal um, warum nicht? Ja? Aha, klingt jetzt ein bisschen fetter als die Tele gerade eben. Jetzt gehe ich mal auf die Gain-Einstellung von vorhin. Ja? Oder Hals-Pickup. Wenn ich mich jetzt in einem Video natürlich für euch vorbereite und Gitarren zeigen möchte, dann ist es natürlich so, dass ich den Verstärker an die Gitarre oder an die Gitarrenserie anpasse. Und in dem Moment würde ich natürlich sagen, naja, das ist mir alles viel zu brummig und zu wummig und zu wollig und so weiter. Und dann mache ich natürlich ein bisschen Gain raus. Drehe mir die Höhen da hin, wo ich es haben will und schon bin ich irgendwie in diesem... Also wenn man mal zusammenfasst, geht es eigentlich darum, dass man
das, was aus den Pickups letzten Endes an die Buchse weitergegeben wird, ne, das ist natürlich unterschiedlich laut und unterschiedlich hell. Und der Klangcharakter, ne, dass das jetzt nicht nach Telecaster klingt, das ist natürlich die Bauart. Ja. Und natürlich ist es so, im Verlauf, wenn man dann merkt, alles klar, es gibt vielleicht auch mal verschiedene Humbucker und so weiter, wenn man dann mal selber auch ein bisschen bastelt, ja, oder sagt, na komm, wir bauen mal in die Epiphone Gibson Pickups ein, ja, dann ist es natürlich so, dass in dem Moment, wo ich die Pickups wechsle, schon merke, dass sich das Frequenzverhalten verändert. Ja? Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, wie weit man da kommt oder wie weit auch eine Gitarre einen da festhält an der Unzufriedenheit, weil sie einfach bestimmte andere Mängel hat oder wie auch immer. Ja? Das müsst ihr wirklich mal probieren. Aber wirklich die Elektrik oder beziehungsweise das, was an den Pickups an Höhen nicht kommt, das könnt ihr auch im Amp nicht nachbauen. Ja? Beziehungsweise das, was an den Höhen zum Beispiel bei der Telecaster zu viel ist, vielleicht nach Geschmack lässt sich ganz gut reduzieren. Ne? Insofern, ich bin ein Freund von Höhen, nicht weil ich taub bin, sondern weil ich einfach die Höhen von der Gitarre her gerne hätte, um mir am Schluss zu überlegen, ob ich sie gerne wegnehmen würde. Ja, das ist der Punkt. Das ist jetzt sehr, sehr hell. Ich gehe wieder auf Gain hoch. Nehme ein bisschen Höhen raus. So, und das Witzige ist, man denkt immer, dass Pauls und SGs sind fett und dunkel. Die Strats und die Teles haben mehr Bass. Das liegt an den Single Coils. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt natürlich bei beiden Gitarrentypen unterschiedliche Pickups an Bord. Einmal Einspuler, ja, beziehungsweise Doppelspuler. Das könnt ihr jetzt nicht so richtig sehen, weil da eine Kappe drauf ist. Aber im Grunde ist ein Humbucker das gleiche wie zwei Single Coils nebeneinander. Ja. Und wenn ich die natürlich nebeneinander schalte, beziehungsweise die Seitenschwingung über zwei benachbarte Single Coils abgenommen wird, dann erhöhen sich die Mitten und der Bass geht runter. Ja. Und deswegen klingen Humbucker immer breiter und fetter und Single Coils klingen immer heller und bassiger. Ne, habt ihr gerade gehört, dass es sehr, sehr schön wummert. Aber es gibt natürlich, genauso wie ich schon im letzten Video gesagt habe, einen sehr, sehr großen Nachteil von Single Coils im High-Gain-Bereich. Proben natürlich, ja, da hört ihr es. Was ich mal gefragt werde, wie machst du das eigentlich in Videos, dass die Gitarre nicht brummt? Ja? Ich habe einfach einen schnellen kleinen Finger. Ich drehe wirklich die Gitarre nach dem Spielen sofort zurück und deswegen brauche ich auch kein Noise Gate. Das funktioniert ganz gut. Natürlich gibt es Grenzen, wenn man auf der Bühne ist und eine Lichtanlage ist noch am Laufen und so weiter. Da ist man auch schnell mal mit einer Telecaster verloren, wenn es ums High Gain geht. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Hardcore-Bands seht mit Telecaster um den Hals, dann sind da auf jeden Fall Pickups an Bord, die nicht brummen. Ja? Und das ist natürlich dann in dem Moment, um es nochmal zu zeigen, im High-Gain-Bereich mit der SG ein bisschen einfacher. Dann brummt es leiser, immerhin. Humbucker brummen nicht gar nicht, sondern brummen etwas leiser. Ja, und das finde ich persönlich an verschiedenen Gitarren einfach das Allergeilste, weil ich jetzt schon wieder anders spiele auf einer SG. Eine SG quakt, eine SG klingt breit, knatschig, detschig und hat nichts Spitzes, Pickeliges, hartes, Metallisches, überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht vorhanden. Ja, eine SG klingt breit, hat mehr Sustain, auch vor allen Dingen auf dem Hals-Pickup. Ja. Ja, und ob man sich dann für eine
Single-Coil-Gitarre im weitesten Sinne oder ob man sich für eine Humbucker-Gitarre im weitesten Sinne entscheidet, hängt natürlich ab, worauf man in dem Moment Bock hat. Ja, ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, es geht natürlich auch darum, wenn man mal eine Gitarre gekauft hat und sagt, ja, ich habe jetzt die ganzen Metal-Sachen durch, wie ist denn das eigentlich mit Jimi Hendrix und Chili Peppers und so weiter, was dann natürlich Fender-orientiert ist, dann muss man sich halt eine zweite Gitarre kaufen. Ja? Trotzdem auch nochmal ein Gitarrentyp, den ich im letzten Video sträflich vernachlässigt habe, eine halbakustische Gretsch. Ja? Wenn ich die jetzt mal... Ist natürlich Irrsinn, jetzt eine Gretsch über so einen Highgain-Sound zu spielen, aber witzig ist es, wie unterschiedlich das klingt. Ja? Natürlich gehe ich jetzt, weil ich es natürlich mit der halbakustischen Gitarre zu 100 ein bisschen auf diesen Blues-Gitarren-Sound bedeutet Wärme, Ton, wenig stressige Höhen, einfach was Loungiges, ein bisschen weniger Stress. Ja? Und schon wird's, Achtung, Volumenregler beachten, und schon wird's schön warm. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, weil ich natürlich weiß, so eine Gitarre klingt nicht nach Metal. Sowas kaufe ich mir auch nicht, um Metal zu machen. Insofern ist natürlich die Wahl, welche Gitarre suche ich mir aus in unserem Gitarrenmeer. Ihr müsst echt mal kommen. Ja? Das, dann ist natürlich ein bisschen auch vorbestimmt. Ne? Man bleibt dann auch vor so einer Wand mit halbakustischen Gretsch-Gitarren ein bisschen länger stehen, wenn man eben in eine bestimmte Richtung geht. Ne? Und da ist auch der Blick wirklich auf die Vorbilder sehr, sehr angesagt. Trotzdem kann ich auch so eine Gretsch-Gitarre ein bisschen heller klingen lassen. Ja, ich gehe mal auf die Zwischenstellung zum Beispiel. Ja, oder ich gehe ein bisschen mit Gain runter, dann wird die Gitarre noch ein bisschen heller, warum nicht? Oder Heizpickup. Ja, voll geil, ja. Und darum geht's beim Gitarrespielen natürlich, dass ich mir eine Gitarre aussuche, aber trotzdem natürlich die Gewissheit habe, dass ich über den Verstärker natürlich mit Gain und Klangregelung, ne, klar, ich habe es immer zu tun mit Höhen, Bässen und Mitten, weitestgehend eingreifen kann, dass es dem Ohr gefällt, aber innerhalb der naturgegebenen Grenzen der Gitarre. Denn das, was hier natürlich hörbar ist, über die Gitarre, ne? Dieses hohle, mittige ja, was man wirklich so akustisch hören kann, das findet sich natürlich gleichermaßen auch im Verstärkersound. Ja? Und da widerspreche ich natürlich den Jungs, die sagen, die Gitarren-Sounds kommen nur aus den Pickups. Ja, natürlich nicht. Ja? Es geht darum, dass einfach dieser Sound, dieses Hohle im Verstärker ganz genauso hörbar ist. Und merkt man auch übrigens am Sustain. Ne? Eine halbakustische Gitarre hat etwas weniger Sustain, weil natürlich die Energie der Saite wird gewissermaßen aufgesogen, ne? Durch die etwas lautere akustische Resonanz. Ne? Genauso hat auch eine Western-Gitarre weniger Sustain als eine fette, schwere Les Paul. Ne? Ist einfach so, weil die Saitenschwingung oder die Energie, die ich mit dem Plektrum in die Saite gebe, natürlich schneller verpufft. Ja? Voll geil. Okay, natürlich ist Ollis Starthilfe euer Kanal. Schreibt mir bitte gerne unter das Video, beziehungsweise ich kann euch natürlich auch mal mitnehmen in die Session-App. Mache ich ja sehr, sehr gerne. Und da geht es natürlich auch darum, dass wir das hier schön sortiert haben, auch unsere ganzen Ratgeber. Ja? Und daraus ist irgendwie auch Ollis Starthilfe entstanden. Hier, Gitarre zu den Ratgebern. Und das ist uns natürlich ein wichtiger Punkt, dass man Fragen, die man hat, auch irgendwie
beantwortet bekommt. Ja? Und nicht nur in der App oder in den Ratgebern oder in den Videos, sondern natürlich auch am Telefon. Ja? Das heißt, was ich wirklich sehr oft mache, ist lange mit Kunden sprechen. Ja? Oder was ich wirklich sehr, sehr oft mache, ist auch E-Mails beantworten, wobei ich dann meistens sage, komm, lass uns mal telefonieren, weil die Antwort, die ich geben würde, ist so lang zu schreiben, dass ich dafür gar keine Zeit habe. Und daraus entstehen natürlich auch immer sehr, sehr erhellende Ereignisse, gerade für denjenigen, der was wissen will, auch wenn es um Power Attenuators geht oder was mache ich denn mit meinem JVM, wenn er zu laut ist oder warum rauscht er so. All diese ganzen Fragen, die sich im Alltag ergeben, und daraus ergeben sich natürlich auch die ganzen Videothemen. Ja? Und insofern ist natürlich Ollis Starthilfe euer Kanal, und immer dranbleiben. Jo, da bin ich wieder fast am Ende, und natürlich ist es so, dass es viel, viel mehr verschiedene Verstärker gibt als nur den JVM. Ist natürlich ganz klar, jeder Amp klingt verschieden, genauso wie jede Gitarre verschieden klingt, und ihr merkt schon, viel Stoff für viele neue Videos. Mir hat Spaß gemacht. Tschüss.